Was ist mit dem Heiligen Geist? Und ich habe irgendwie das Gefühl in letzter Zeit, dass diese dritte Person der Trinität irgendwie angegriffen wird. Irgendwie schlecht gemacht wird. Es ist nicht eine Person, es ist nur eine Kraft. Kannst du das nicht, Heiligen Geist? Also Geist heißt Wind auf Griechisch und Hebräisch, nicht Ruach. Er ist eine Kraft. Nichts? Hast du nicht gesehen? Der Wind Gottes weht es. Und das ist der Heilige Geist. Aber Moment einmal. Das ist vielleicht ein Vers, den du zeigen kannst, wo steht, dass er mit Kraft erfüllt war und so weiter und Kraft gegeben hat. Ist auch richtig. Bin ich dagegen, dass man sagt, ja, der Heilige Geist bringt nicht Kraft und bringt nicht Einsicht und Verständnis und treibt uns dazu an, vielleicht eine richtige Entscheidung zu treffen, aber es liegt immer noch bei uns, so nebenbei gesagt. Es ist nicht so, dass der Heilige Geist uns zwingt, Dinge zu tun. Ja? Der Heilige Geist tröstet uns, er zeigt uns, was der Wille des Herrn ist, durch die Bibel hauptsächlich und so weiter. Und ja, es ist eine treibende Kraft, natürlich, aber der Punkt ist nicht nur eine Kraft. Er ist nicht nur eine Kraft. Aber trotzdem behaupten die das. Und so nebenbei gesagt, es gibt keinen Vers, ich habe das durchgesucht, ich habe nicht gefunden. Ja? Vielleicht nicht im Deutschen, vielleicht in einer anderen Sprache. Der Heilige Geist ist Kraft. Punkt. Den Vers habe ich noch nicht gefunden. Ja? Habe andere Verse gefunden dazu. Der erste Vers, den ich nenne, ist Apostelgeschichte Kapitel 5. Tut mir leid, ich muss wieder auf die Geschichte von Ananias und Sapphira zurück, ja? Wo es eine harte Geschichte ist. Habe ich schon mal darüber gepredigt, aber es ist einfach, es zeigt es am besten in diesem Vers. Und da geht es ihm darum, dass Ananias und Sapphira eben diese Sünde gemacht haben, sie den Heiligen Geist belogen. Lesen wir das kurz, das steht in 3, genau. Petrus aber sprach Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, sodass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Guten etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Hättest du es nicht aus deinem Eigentum behalten können und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Da sagt er zunächst einmal, dass er den Heiligen Geist belogen hat, oder? Ja. Dann sagt er, nein. Du hast nicht Menschen belogen. Du hast Gott belogen. Ja. Der Heilige Geist ist Gott. Das ist eine direkte Bestätigung aus dem Wort Gottes. Hey, er wird als Gott bezeichnet. Petrus hat das zumindest geglaubt. Weißt du, wenn ist Petrus irgendwie von Sinnen gekommen, was ich nicht glaube, aber wenn dein Petrus von Sinnen ist, ja, dann hast du eh nichts verloren. Wenn du dann daherkommst, dann Petrus hat Unrecht, Paulus hat Unrecht, glaubst du das, was Jesus sagt, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, er ist der Vater, dann hast du nichts verloren. Wenn du nicht in die Bibel in die Hand nimmst und deine respektvolle Art und Weise die Bibel liest, was machst du hier? Ja? Also Petrus ist, glaube ich, schon vom Heiligen Geist erfüllt. Petrus sagt, glaube ich, schon die Wahrheit. Und wenn er sagt, dass er Gott belogen hat, dann meint er das auch so, oder? Oder sollten wir jetzt Petrus in Frage stellen, hey, wie hast du das eigentlich gemeint? Wer ist jetzt, was ist mit Gott? Ja? Okay. Nein, du hast den Heiligen Geist belogen, du hast Gott belogen. Außerdem, wie bizarr ist es denn zu sagen, man kann den Heiligen Geist belügen, aber er ist nur eine Kraft. Er ist nur ein Wind. Okay, wie willst du den Wind belügen, nicht? Es kommt ein Wind daher und dann lügst du ihn ständig an. Wie funktioniert das dann? Redest du mit dem Wind die ganze Zeit? Ja, Wind, ich habe dir Geschichten erzählt, ich lüge dich gerade an, nicht? Wie funktioniert das? Das funktioniert nicht, wenn er nur eine Kraft ist, wenn er nur ein Wind ist, sondern es funktioniert nur, wenn er eine Person ist. Man kann Personen anlügen, aber keinen Wind, oder? Ich glaube, so viel Verstand haben wir heute noch. Abgesehen davon, es gibt so viele Verse. Es steht zum Beispiel, betrübt nicht den Heiligen Geist. Was heißt betrüben? Was heißt betrüben? Heißt nicht, dass wir den Wind in die Hand nehmen und ihn betrübe dich jetzt nicht. Was heißt das? Das bedeutet, dass ich ihn traurig mache. Dass ich ihn enttäusche. Na, wie kann ich denn Kraft enttäuschen? Geht nicht, oder? Außer es meldet sich wer vielleicht. Ich lasse mich gern belehren. Also, wenn jemand meint, man kann Kraft betrüben, okay, bitte eine Erklärung. Ansonsten bleibe ich bei meiner Erklärung. Das geht nicht. Man kann Personen aber schon betrüben. Oder? Wenn ich jemandem was Schlechtes tue, dann betrübt es ihn. Dann ist er traurig. Dann ist er enttäuscht. Ja? Das kann nur eine Person sein. Wie kann man den Heiligen Geist belügen? Haben wir schon gesagt. Die Bibel sagt, dass der Heilige Geist durch die Propheten geredet hat. Wie schaut es damit aus? Kann eine Kraft reden? Kann Energie reden? Das ist das Lustigste. Die Leute haben, glaube ich, eine falsche Vorstellung von Energie. Ich verstehe es überhaupt nicht. Ja? Die glauben, Energie ist irgendwas. Ja? Nein, also der Heilige Geist ist nicht nur die Person, die uns dann Kraft schenkt und uns Ermutigung schenkt und Trost schenkt, sondern sie ist auch eine Person. Und so nebenbei gesagt, nur weil ich jemand Kraft nenne, wenn ich eine Person jetzt, du bist die Kraft zum Beispiel von dem König. Ich sage, du bist die Kraft von dem König. Das heißt nicht, dass er nur eine Kraft ist. Weil wir lesen ja, in der Bibel auch, in der Apostelgeschichte, weiß ich nicht, in welchem Kapitel, wo er dann sagt,
das ist die Kraft Gottes. Nicht? Heißt das, dass diese Person auf einmal nur eine Kraft ist? Transformers wieder nicht, der Transform zurück zur Kraft und hin und her. Das wäre bizarr. Und wie gesagt, also der Heilige Geist tröstet uns, der Heilige Geist führt uns, aber er ist eine Person und die Bibel bezeugt es ganz klar, dass er diese Eigenschaften einer Person hat.